Unglaublich, wir haben es lange beworben und heute ist es endlich passiert. Wir haben unsere eigene Sendung, Giga eSports. Und mit Giga eSports, da kommt natürlich auch eine Menge Action zu euch direkt nach Hause über die Flimmerkiste. Und zwar werden wir heute unser Debüt mit Painkiller und mit zwei der besten Painkiller-Spieler der Welt anfangen. Zum einen, vielleicht willst du den deutschen Spieler vorstellen, da haben wir den Stelam. Ja. Hast du schon mal öfters gegen ihn gespielt? In der Anfangszeit von Painkiller, ja. Später dann eigentlich nicht mehr. Genau. Ach ja, erstmal sollte ich vielleicht den einen Mann vorstellen, der hier links neben mir steht. Und zwar ist das Christian Dotzky alias Dets. Und Dets, du hast einen neuen Clan. Vielleicht willst du einmal ganz kurz darüber reden. Ja, das ist Alien Gaming. Das ist halt ein neues Projekt. Hauptsponsor ist Alienware. Wir kriegen halt den vollen Support von dem Team eigentlich. Das heißt, die schicken uns zu den ganzen Events. Wir kriegen Hardware, also halt das alles, was wichtig ist. Genau. Und du spielst natürlich auch Painkiller, sonst wärst du heute nicht hier. Deine Clan-Mates, gibt's da irgendwelche nennenswerte Leute? Ja, der Mörser. Mörser zum Beispiel. Mörser auf jeden Fall, ja. Also der halt Drittplatzierte der ESWC 2004. Ja. Er hat klar gegen Fatality halt dort gewonnen. Und ja, also einer der talentiertesten Spieler, die ich eigentlich so kenne. Okay. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, wie du dich auch meisterst, wenn Mörser auch dein Clan mit ist. Du hast ja auch schon mal gegen Fatality gezockt. Aber jetzt, im Moment, haben wir zwei Kontrahenten hier am Start. Und zwar einmal Fatality und er spielt gegen SK Stelam. Und ich glaube, die beiden Jungs haben sich schon ein bisschen warm gemacht. Und ich werde jetzt einfach mal das Startzeichen rübergeben. Jungs, haut rein in die Tasten und auf die Maus. Und wir können gleich losstarten. Vielleicht, du kennst das Spiel wahrscheinlich besser als ich. Good luck. Und hier geht's los. Aus welcher Sicht spielen wir denn jetzt? Von Fatality. Er hat einen ziemlich guten Spawn jetzt gerade gekriegt. Das sieht ziemlich gut aus für ihn. Also er hat jetzt eigentlich die stärkste Waffe, die man eigentlich braucht auf der Map. Okay. Welche ist das? Und auf welcher Map spielen wir? Fallen 2. Das ist halt die Waffe Schaft, nennt man sozusagen halt. Hat ziemlich gut Power, wie man sieht. Ja. Der Stelam ist jetzt ziemlich klug. Versteckt sich jetzt? Ja. Jetzt kann man gespannt sein, wer den ersten Kill macht. Okay. Mit welcher Waffe ist Stelam unterwegs? Mit dem Rocket Launcher. Oh, das ist ja, ich glaube, Stelam wird jetzt gleich. Ah, die Munition von Fatality ist leer. Ja, jetzt holt er sich nochmal die Waffe, denke ich mal. Das ist natürlich krass, wie schnell das hier auch ist. Also das ist ja auch ein Vorteil, beziehungsweise kein Vorteil, aber Painkiller ist ein verdammt, verdammt schneller Shooter. Ja, also es ist eigentlich sehr wichtig, dass man sehr offensiv spielt in dem Spiel, weil man sich dann ziemlich schnell mit den Frags, also den Punkten sozusagen, ausbauen kann und somit eine gute Führung sich ausbauen kann und somit erstmal sicher gehen kann. Okay, jetzt hier vertellt ihr gerade mit dem Chef direkt in Kontakt mit Stelam gekommen, aber er hat sich zurückgezogen. War das jetzt ein Fehler von ihm oder war das sinnvoll? Er hatte keine Munition, deswegen musste er erstmal hier diesen Bereich absichern. Er hatte zu wenig Armor. Jetzt hat er noch immer dieses Problem mit der Armor, aber er sicherte halt diesen Bereich ziemlich gut ab, dass Stelam halt nicht die Waffe kriegt. Oh, jetzt hat er das Mega-Health bekommen. Ja. Das heißt, Fatality, kann man schon von Map-Control sprechen hier? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade sieht es ziemlich gut aus. Oh, und der erste Frag. Stelam geht down. Das war halt zu erwarten. Ja. War halt jetzt nicht das große Problem für ihn. Ich fand's trotzdem extrem. Ja, natürlich, klar. Oh, jetzt Stelam ebenfalls mit dem Shaft. Aber das war klar. Fatality mit dem... Ja, er ist halt total voll mit der Armor jetzt erstmal. Und weitere Ammo bekommen für den Shaft. Das ist natürlich schwierig. Fallen 2 ist ja auch eine Map, das heißt, derjenige, der vielleicht den ersten Frag macht oder die Map-Control hat, der hat dann auch wirklich die Domination, das heißt, die Vorherrschaft über die Map. Er kann sich also ziemlich gut frei bewegen, muss halt nicht die Angst haben, dass er irgendwie in einem Kampf jetzt sterben muss. Ja. Oha. Was sind denn die Stärken von Painkiller oder wieso spielst du Painkiller? Es hat viele Züge von Quake sozusagen, also es kann ziemlich schnell sein. Er ist ziemlich viel mit Action verbunden. Die Scores sind relativ oft ziemlich hoch. Also ist eigentlich immer ziemlich unterhaltend. Ja. Auch für die Zuschauer ist es eigentlich eher so, dass man da ziemlich gerne zuschaut und nicht gerade einschläft jetzt im Sessel. Also gerade eben eine schöne Aktion von Stelam gesehen. Oh, Stelam hat ihn tatsächlich. Sowas meine ich halt mit den, wenn man halt die Frags macht, dass man sich ziemlich schnell ausbauen kann dann. Okay, wie steht's jetzt vielleicht einmal ganz kurz? 2:2. Genau, Gleichstand. 2:2, das war natürlich jetzt sehr krass für die Leute, die es gerade eben nicht ganz mitbekommen haben. Stelam hat zwei Frags sofort hintereinander gemacht. Schöne Aktion, hatte vorher
den Fatality mit einer Granate erwischt. Wir können ja mal einmal in den Blickpunkt von Stelam wechseln. Oh. Und beide jetzt mit dem Rocket Launcher erstmal unterwegs. Oh, missglückter Rocket Jump. Ist natürlich jetzt ziemlich Pech für Stelam gewesen. Oh, das ist ja krass. Aber die bieten uns auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Schau mal, das ist schon mal nicht eintönig, dass jetzt irgendwie jemand sehr stark dominiert oder so. Ja. Kommt das oft vor, auf The Fallen oder generell bei Painkiller? Ja, eigentlich schon. Also eigentlich ist es so, dass es von den ersten Minuten an schon einen Spieler gibt, der sehr stark performt. Besonders auf Fallen 2 halt durch diese enorme, starke Waffe. Ja. So, jetzt ist Stelam wieder down gegangen. Und Fatality hat jetzt wieder seinen Frag, das heißt 3-2. Und was macht er jetzt? Jetzt geht es natürlich wieder, sich die Map-Control zu holen, oder zumindest für Fatality. Also er pumpt sich jetzt gerade halt auf, sichert wieder diesen Bereich ab, weil Stelam halt jetzt die wichtigste Waffe sozusagen nicht hat. Ja. Oh, jetzt, gerade eben hat Fatality aber die Armor verpasst. Oder wollte er sich... Nee, ich glaube, der ist gerade voll. Man, leider sieht man das jetzt nicht an dem Hub, wie viel Energie er gerade hat. Das ist krass, ja. Stelam. Unglaublich. Unglaublicher Frag von Stelam jetzt gerade eben. Aber ich glaube... 3-3, Moment. Oh, mit der Shotgun. Und Fatelle geht schon wieder down. Das heißt 4-3 jetzt für Stelam. Das ist natürlich krass. Wobei man wirklich sagen muss, ihr seid jetzt generell, also das heißt Stelam und Fatality und auch du, ihr seid alle von Doom 3 umgestiegen wieder auf Painkiller. Ja, genau. Also wir waren, denke ich mal, alle in der Erwartung, dass in die World Tour Doom 3 kommt, was aber dann halt nicht geschehen ist. Und waren wir natürlich alle sehr gespannt, welches Spiel das jetzt wird im Endeffekt. Und es ist natürlich Painkiller geworden. Das freut mich zum Beispiel ziemlich, weil ich ja auf der ESWC war und eigentlich ziemlich gut in dem Spiel abgeschnitten habe. Ja, kann man so sagen, oder? Ja, und hat mich ziemlich gefreut. Schauen wir vielleicht einmal ganz kurz wieder in die Perspektive von dem Stelam, der jetzt gegen Fatality führt. Oh Mann. Könntest du den Vergleich anstellen, was Doom 3 und Painkiller angeht? Naja, eher die Unterschiede. Also ja. Doom 3 ist super langsam sozusagen und wenig Action eigentlich, mit wenig Action verbunden. Bei Painkiller ist es eigentlich so, das Movement ist sau wichtig. Also man muss sehr, sehr schnell sein, man darf nicht überall anhaken. Und bei Doom 3 ist halt eher wichtig so das Aiming, also halt, weil die Waffen sehr stark sind. Und das Movement eher weniger. So, jetzt, es bahnt sich eine Überraschung an, denn Stelam hier ganz stark 6-2 gegen Fatality. Unfassbar. Hättest du das im Vorfeld erwartet? Um ehrlich zu sein, ja. Also, ich schätze Stelam sehr, sehr stark ein als Spieler. Fatality ist natürlich jetzt nicht gerade schwächer oder so, aber auf der Map ist es sowieso immer fraglich durch den Spawn am Anfang. Aber es lief eigentlich ziemlich gut für beide. Ja. Das ist aber alles noch der Anfang, also es kann sich noch ziemlich stark ändern. Ja. So, jetzt wieder ein Frag für Stelam, 7-2 inzwischen. Das ist natürlich sehr krass. Was hat Fatality jetzt für eine Chance? Welche Strategie muss er angehen, um jetzt eventuell noch rauszukommen? Ja, das ist leider das Problem auf dieser Map. Da, wenn man einmal dominiert, hat man wirklich ein sehr, sehr starkes Problem. Ich denke mal, er muss jetzt ziemlich viel Glück haben. Ja. Gut, jetzt müsste es 7 beziehungsweise Stelam müsste Pech haben. Also müsste im Kampf irgendwie die Munition ausgehen. Und hier kommt es wieder zum Kontakt. Oha, das ist richtig hart. Jetzt auf anderen Maps, zum Beispiel auf Sacred, die wird ja ebenfalls sehr oft gespielt. Ja. Dort dominiert ja nicht die Waffe, wie heißt die nochmal? Der Rocket Launcher. Ja, genau, da dominiert der Rocket Launcher in Kombination mit der Chain Gun. Oh, was genau. Stelam. Jetzt hier mit der Chain Gun auf einer krassen Entfernung noch getroffen und Fatality nochmal runtergezogen. Das heißt 8-1 für Stelam. Krasses Ergebnis. Auf jeden Fall. Wir können ja vielleicht ein bisschen über den Turniermodus reden oder beziehungsweise über den Modus, den wir auch gerade spielen. Das heißt, 15 Minuten geht ein Match. Genau. Genau. Und was geht während eines Matches in den Kopf eines Pro-Gamers vor? Was denkst du, wenn du zockst? So viel Zeit zum Denken hat man da eigentlich gar nicht. Man versucht einfach, denke ich mir mal, sehr ruhig zu bleiben, halt zu überlegen, was der Gegner für den nächsten Schritt wählt und
versucht halt sein Spiel so gut es geht zu spielen. Ja. Das war jetzt gerade eben Pech, man hat es gerade gesehen, beide Spieler sind hier in die Lava gesprungen. Das bedeutet natürlich den sofortigen Tod für beide. Ja. Aber direkt im Anschluss konnte Selam erneut fraggen. Das ist ein bisschen komisch bei Painkiller, muss ich wirklich gestehen. Die Spawnpunkte gerade auf dieser Map sind ja fraglich, oder? Ja, also man spawnt eigentlich ziemlich nah immer dort, wo man gestorben ist. Deswegen ist es halt wichtig, dass man ziemlich schnell aggressiv spielt, wenn man den Schaft hat. Ja. Dass man halt sich mit den Frags aufbauen kann, weil man den Gegner nicht großartig jagen muss. Da er halt schon in der Gegend spawnt und man ihm eigentlich entgegenkommen kann. Und also Steelem hat jetzt auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Vorsprung. Ja, 12-1 steht es im Moment. Wir können es nochmal ganz kurz... Nee, 12-2 inzwischen schon. Oh. Ist auf jeden Fall jetzt sehr interessant, mit anzusehen. Ja. Steelem hier, oh, unglaublich schnell. Das ist fast wie Need for Speed ein bisschen. Aber das ist ja das richtige Timing, was das Bunny Hopping angeht. Das,